So, liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Episode. In der letzten Episode haben wir ja hier die ganze Aktion da gemacht. Wow, war das viel Arbeit, das zu bauen, aber ja, ich bin zufrieden und schön, dass wir da ein bisschen Action haben. Vor allem jetzt auch hier ein bisschen Balancierfahrten, ein bisschen Servicefahrten. Und da kommt gerade einer meiner Lieblingsdampflokomotive vorbei. Das schauen wir uns natürlich an. Dieser Sound. Ich bin jetzt schon ein paar Mal hier gewesen und habe einfach nur den Dampfloks zugehört. Ja, da habe ich wirklich Spaß. Da unsere Class 47 macht sich mal wieder auf den Weg. Schade, dass da der Sound ein bisschen komisch ist, wenn sie so langsam fährt. Okay, aber das soll jetzt gar nicht mehr der Fokus sein, denn ich habe mal wieder gebaut. Ich mache das mal hier zu. Hier, da wo das Holz abgeholt wird, das habe ich umgebaut. Und ich habe eigentlich gesagt, dass ich die Abstellung, die sich hier befunden hat, behalten möchte. Wollte ich auch wirklich. Oh, müssen wir hier mal kurz angucken. Zwei Black 5, Doppeltraktion. Nice. Machen wir ganz kurz Pause, weil sonst ist es ein bisschen laut hier. Ich habe hier die Hauptstrecke um 1 versetzt, also beziehungsweise um die zwei Gleise hier. Es gibt jetzt hier einen zweiten Bahnsteig, damit hier ein zweiter Zug reinfahren kann fürs Holz. Und dann hier das Service Terminal. Hier die Drehscheibe habe ich nochmal neu gebaut. Da haben wir noch unsere bekannten Lokomotiven, eine Class 08, hier jetzt ein kleines Stellwerk, sowie auch noch hier drin. Und da können halt die Dampfloks hier wenden, haben ein paar Autos hinzugefügt. Ja, so allgemein ein bisschen glatter, aber nicht allzu viel, wie ich beim anderen gemacht habe. Dann gibt es hier noch eine Abstellung mit zwei Depots. Hier sind die ganzen Bremswagen momentan deponiert. Da hat es soweit auch keine Signale hier, beziehungsweise Rangiersignale, die sind erst hier vorne. Sprich, wenn es dann zum Bahnhof hingeht, dann hat es hier Signale. Ansonsten könnt ihr hier machen, was sie wollen. Und das da hinten, habe ich mir einfach gedacht, das ist wie so eine ja, Betriebsstätte, Aufarbeiterstätte für die ganzen Güterwagen. Hier jetzt noch eine Dieseltankstelle für die Dieselloks und habe dann entsprechend da mal unterschiedliche Wagen hingestellt, wo man Holz aufladen könnte. Zwei Class 50s, dann hier die Standard-Güterwagen, wie wir schon gesehen haben, nochmal Black 5s, eine Class 02, da nochmal Güterwagen. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn die jetzt mal einen Service machen oder abstellen, dann fahren die halt hier rein. Es geht da bis hier hinten durch, ist aber hier dann dicht. Mal ganz kurz reinschauen. Da seht ihr das, das sind die Prellböcke. Und da, ja, jetzt kann man einerseits als Abstellung nutzen oder halt zur Reparatur. Da habe ich eine Class 44, 08er Shunter. Hier habe ich noch so eine kleine Überdachung gemacht. Und man dachte, da stelle ich jetzt einfach mal zwei Dampfloks runter rein. Da kann man ansonsten irgendwie was reinstellen, was vielleicht aufs Wetter reagiert. Ist mal ein bisschen was anderes. Beleuchtung natürlich. Und Class 33. Zweimal noch eine Dampflok, die vor sich hin steht. Dann hier diesen Schuppen, den habe ich aus dem Workshop. Der ist hier auch durchgängig. Und da könnten theoretisch auch Autos hier reinfahren. Und der geht nach hinten hier weiter. Eine weiche Class 47s. Zweimal. Nochmal eine Shunter-Lokomotive. Ja, und hier halt so ein bisschen Vorfeld, ein paar LKWs. Da ist so ein kleiner Kiosk, da kann sich vielleicht bei Mittag irgendwie Wurstsemmeln oder sowas holen. Und dann ein bisschen glatter. Ich bin da nicht zu sehr ins Detail gegangen. Das wollte ich ein bisschen schneller bauen. Auf der anderen Seite hat es hier noch einen Parkplatz. Und hier eine Straßenanbindung. Da hat so eine Schanke davor, dass hier nicht jeder reinfahren kann. Das ist eine reine Bodentextur, das ist keine echte Straße. Da habe ich dann hier die Büsche links und rechts gemacht und da ist dann die Hauptstraße. Ich denke, das sieht gar nicht mal so doof aus. Also das ging relativ schnell zum Bauen. Ich habe da mit den Schienen hier ein bisschen rumgespielt. Achso, ja, hier hat es noch so ein allgemeines Häuschen für, keine Ahnung, Ersatzteillager oder so. Ein paar Bänke und Automaten noch hier. Aber wieder so Klatterzeugs. Hier könnte ich noch ein bisschen Ballast reinmachen, weil ich es gerade sehe. Könnte ich nicht gerade machen. Sonst vergiss ich es ja eh wieder. Asphalt, nee, ich hätte gern Ballast. Ist das schon wieder gewesen? Kies, Ballast. Lass mal hier klein.
Ja, das jetzt hier zu der Erweiterung. Wenn wir hier so weiter reingehen, hier die Details, mit dem bin ich erstmal zufrieden. Hier sowieso. Das da unten passt auch, da muss ich nichts umbauen. Das da oben. Ja, das ist meine Fleißaufgabe, hier noch ein bisschen weiterzumachen. Die will ich aber erstmal nicht machen. Warum hast du kein Holz im Lager? Weiß man Gott. Da ins Auge sticht. Also das so heftig am Produzieren. Krass, krass, krass. Den Bauernhof könnten wir anpassen, wobei. Na, den können wir eigentlich so lassen. Wir haben ja hier unser Regionalgleis hier, Intercity. Das passt. Wie schon erwähnt, das Gleisvorfeld könnte ich mal bei Zeiten mal überarbeiten. Werden wir es aber auch mal so lassen. Das wird das wirklich Sinn machen. Machen wir ganz kurz die Icons alle wieder an. Damit man hier sieht, was eigentlich abgeht. Dass wir eigentlich bei der Hauptstrecke weitermachen. Beziehungsweise langfristig mal hier mehr Ressourcen hinbringen. Das wäre Brot etc. Was wäre in der Nähe? Wir könnten theoretisch diese Verbindung da machen. Dann wäre die Stadt dann noch ein bisschen glücklicher. Ich bin aber auch ganz froh, dass die jetzt mal hier stagniert und nicht so extrem wächst wie die anderen Städte. Was sind wir denn hier? 1129 bei Lion City. Das ist so krass, wie Lion City hier am explodieren ist. Da müssen wir eventuell hier nochmal eine neue lokale Linie hier machen. Das wäre eine Fleißaufgabe. Wie viele Einwohner haben wir jetzt hier? 1905. Einkaufsmöglichkeiten geht nach unten. Okay. Ja, trotzdem erstmal groß genug. Ja, dann würde ich sagen, wir bauen mal die Hauptstrecke weiter von da nach da. Beziehungsweise muss ich mir überlegen, wo und wie ich da den Bauernhof hinklatsch. Eventuell hier so. Und dann machen wir hier einen Tunnel durch, dass wir Richtung Gezacht kommen. Oder wir fahren. Ich weiß nicht, machen wir hier vielleicht wieder einen Kopfbahnhof, dass hier von Gezacht da reingeht. Und dann haben wir hier eine Verbindung nach darüber. Dann können wir da wieder hochfahren. Genau, das Düsseldorf. Jo, das ist eine gute Idee. Düsseldorf, ähnlicher Kopfbahnhof wie hier unser King's Cross. Und von da geht es dann auch weiter nach da unten. Nach Döbern. Ja, das war's dann. Ja, das könnte man machen. Also da werden wir hier am Kopfbahnhof hinbasteln. Dass hier das Endziel ist von den Intercities, die von da links kommen. Also wenn wir hier so einen Bahnhof hinbauen und dann werden wir hier das Zweck durchgehen. Okay. Ja, ich würde mal sagen, ich baue mal kurz die Bahnstrecke. Werde das jetzt, glaube ich, nicht aufnehmen. Das ist jetzt nicht so allzu spannend, hier eine Bahnstrecke durchzuziehen. Und dann zeige ich euch, wenn es fertig ist. Also, bis gleich. Okay, liebe Leute, der Bau ist fertig. War nicht der allerkomplizierteste, nur die Brücke hat ein bisschen glitscht und ja, ganz zufrieden bin ich mit der Brücke noch nicht. Vor allem diese Pfeiler, die gefallen mir nicht so, aber erstmal tut's. Ich habe noch ABS-Magneten platziert. Wo sind sie denn? Habe ich sie hier vergessen? Ich habe es tatsächlich bei einer Stelle vergessen. Da müssen wir das gerade nochmal hier nachführen. Und zwar V-Direction. Ah ne, da sind sie. So weiter hinten. Okay, da sind sie. Habe ich hier überall platziert und ich habe die Linien angepasst. Sprich, der Intercity, der geht jetzt bis hier hin, hält aber hier nicht mehr. Und ich habe die Regio-Linie, der fährt halt genau wie der Intercity von Gerbstedt auch nach Riedberg, aber bleibt halt hier noch stehen. Der Intercity fährt durch. Ich habe nur den Intercity gesagt, der soll da bei dem Signal vorbeifahren, damit er auf der inneren Seite ist. Ja. Den Intercity habe ich angepasst. Da haben wir jetzt eine Lok, und zwar die Class 85. Das ist der Vorgänger von der Class 86, wurde zwischen 1961 und 1964 gebaut. Insgesamt 40 Stück. Und basierend auf der Class 85 gab es die Class 86, die noch bis vor kurzem im Frachtverkehr unterwegs gewesen ist. Englische Schnellzuglokomotive. Und der ehemalige Intercity, den wir gehabt haben, mit der Class 76, der macht jetzt den Regiodienst. Es ist ein bisschen unrealistisch, dass die zwei da nebeneinander fahren, denn die Class 76
von der Wut-Headline fährt eigentlich mit Gleichstrom und mit Wechselstrom wie unsere Class 85. Ja, ich dachte, ich mache es trotzdem, ein bisschen was Historisches. Die Zugkomposition fährt 160 maximal, die 105. Und wir haben auch zwei unterschiedliche Wagen. Einmal hier die MK1, die First Generation, wenn man so möchte. Und hier die MK2 im Intercity Livery. Und bei dem habe ich mir noch was Spezielles ausgedacht. Denn ganz hinten, wie man sieht, haben wir ein DBSO Driving Trailer. Sprich, wir können dann hier in zwei Richtungen fahren, ohne dass wir eine zweite Lok brauchen. Ist auch noch recht lang unterwegs gewesen und bei dem weiß ich, dass der mit der Class 86 zumindest unterwegs gewesen ist. Gehen wir davon aus, dass es auch mit der Class 85 funktioniert hat. Also haben wir hier da einen Steuerwagen. Okay, ich würde mal sagen, wir machen eine kleine Mitfahrt mit der Class 86 und wir sollten eigentlich jetzt hier gleich mal eine Doppelausfahrt haben. Ich habe die beiden mal hier angehalten. Okay, dich werden wir mal beobachten. Mal wieder sagen, mal Play. Oh, wir werden überholt. Haha, wie geil. Nur ein bisschen laut. Ist aber eigentlich klar, dass der Intercity langsamer vom Fleck kommt, weil der auch länger ist. Aber das dürfte sich jetzt recht schnell ändern, dass wir da überholen werden. Sieht schon geil aus. Oh, schade, dass ich nicht weiter nach unten kann. Komm, überhol den Regio. Das wäre jetzt irgendwie fies, wenn wir es nicht als erstes in den Bahnhof reinschaffen. Gehen wir mal hier mal weg. Machen wir mal hier so Cinematic Shot halbwegs. Nein, Autosave. Du schon wieder. Blödesten Moment. Na? Oh, jetzt tun wir langsam überholen. Endlich. Ist das cool. Ja, finally. Wie schnell sind wir? Ja, 120. 105 ist jetzt bei der Class 76 erreicht. Wow, was ein Ding. Oh, WWW 1043. Ha. Und die Silberlinge. Wir sollten irgendwie nochmal einen Abschnitt machen. Irgendwie Deutsche Bahn oder ÖBB. Dass wir wie so Sektoren haben. Teil England, vielleicht ein bisschen Deutschland, Grenzgebiet. Wird mich schon noch reizen. Ja, so viel zum Intercity. Cool, die zwei. Da habe ich Spaß. Wobei, beim Rega werden wir vermutlich recht schnell eine zweite Komposition. Was ist denn das jetzt hier für ein Glitch? Seht ihr das? Da fehlt was. Okay, das ist wirklich nur ein Grafikglitch. Da werden wir noch einen zweiten Zug hinschicken, aber da habe ich aber erst mal Money. Und ja, beim Regio wartet schon einiges. 140 gleich. Oh, das wird nicht besser. Wir schauen mal hier aus dem Hauptbahnhof. Yo. Warte mal, warum ist beim Regio 128 schon hier ein Limit? Okay, bei der Bahnsteig. Moment mal. Oh, der nutzt hier nur den ganz kleinen Bahnsteig. Oh, das ist aber uncool. Wie wär's mit Bahnsteig? Warum kommst du bei Bahnsteig 11 nicht hin? Let me see. Warum ist das so? Du kommst dann hier so rein. Kannst auf alle Fälle auf dem Bahnsteig 11 fahren. Oh, da kommst du nicht mehr raus. Na doch, hier so.
Pack 11. Wie konnte nicht gefunden werden? Was sind wir denn? Wir kommen hier rein. Halt, da so rein. Kann er ja doch da so rein. Von und nach genau so. Wieder rausfahren. Fehlt hier irgendwo ein Strom? Nee, auch nicht. Okay, ich probier's mal mit Auto Repair. Ja, dann macht er wieder. Das verstehe ich jetzt. Nee, das verstehe ich jetzt gerade wirklich nicht. Was hat der da für ein Problem? Haben wir vielleicht bei den Signale irgendwo Einbahnverkehr? Ja gut, wir könnten auch sagen, du fährst hier hin. Aber ich glaube, das wollte er ja auch nicht. Ach so. Nein, die Nummerierung ist falsch. Bahnsteig 12, 11, 10, 9 und da geht's. Okay. Also hat schon Sinn gemacht. Also Bahnsteig 1. Der Intercity kommt da rein. Ja, dann haben wir hier schon mal ein bisschen was belegt. Hier den Regor könnte man noch ein bisschen was machen. Okay. Cool. Dann dürfte das jetzt mit dem Passagierkorb Problem mehr sein. Ja, genau. Die meisten wollen nach Witzenhausen. Kaum einer nach Riedberg. Ah ja, bezüglich Riedberg. Ich habe noch hier eine Linie gemacht. Brot nach da oben. Mit einem LKW. Wird man jetzt hier zwei Sachen mal haben. Und dann, ich glaube, ich sollte mal das mit den Bauern machen. Dann haben wir hier zumindest drei Waren, die wir beliefern. Und dann das gleiche bei Gerbstedt. Das sollte man auch noch erweitern. Oder sollen wir mal den Fokus auf Heißbronn legen? Ich weiß noch nicht. Gut, ich warte jetzt mal, dass wir hier mehr Geld haben. Dann werde ich noch einen zweiten Regio hinschicken. Und dann gucken, wie es weitergeht. Okay, kleines Update. Ich habe Riedberg jetzt mal hier mit Baubahn beliefern lassen. Also hier von dem Steinbruch dahin und von da. Die Linie sieht jetzt so aus. Ist mit LKWs gemacht. Das läuft auch erstmal. Brauchen wir vermutlich noch ein paar mehr hier. Und einen kleinen Cheat habe ich gemacht. Ich habe nämlich hier Benzinfabrik hingebastelt, aber die braucht keinen Input. Das ist erstmal temporär so, dass wir hier noch Benzin noch mit reinkriegen. Wäre natürlich sinnvoll, wenn wir dann eine entsprechende Produktion machen. Aber erstmal lasse ich das so. Und ich habe mir mal angeschaut, wie das wohl hier wäre, wenn wir die Strecke weitergehen. Ich habe mal einen Tunnel reingezogen, parallel. Ich denke, das ist ganz okay. Okay, und ich würde sagen, wir lassen auch erstmal den Abstand hier drin. Das gleiche auf der anderen Seite hier. Also ich habe da vorher einfach einen Spacer drin gehabt und einfach rausgezogen. Sieht okay aus. Das ist halt ein bisschen unschön da. Was bist denn du da? Okay, small deer. Ich würde sehr gerne die Verbindung jetzt machen nach Düsseldorf. Beziehungsweise, ich weiß, wir wollten hier so einen Mega-Bahnhof bauen, aber vielleicht machen wir den Kopfbahnhof hier in Hochheim, dass wir hier so durchziehen können. Und da vielleicht irgendwie, oh, dass wir hier vielleicht eine Junction machen, dass wir hier so runterfahren, dann geht es hier so weiter. Macht das Sinn hier unten runter? Da Kopfbahnhof und da wieder raus, dass wir hier, dass wir hier einmal so runtergehen und dann wieder so, aber hier die Hauptverbindung so haben. Dass wir hier so eine British Railway Junction haben. Ich habe mir jetzt auch bei Amazon Gleispläne gekauft, also englische Gleispläne, das sind so zwei Bücher. Die wurden empfohlen. Schade, dass es nicht das PDF gibt. Jetzt gibt es halt in Buchform. Kommt am Montag an. Heute ist Sonntag und ich werde auf alle Fälle dann ein paar Bahnhöfe bzw. Gleise so verlegen, wie ich es im Gleisplan dann drin sehe, weil das ein bisschen authentischer ist. Also gerade hier bei der Junction könnte ich mir noch was Tolles vorstellen, dass ich da was finde. Soweit erstmal der Plan. Jetzt kommt der nächste Cut.
So, wir haben jetzt mittlerweile Montag und heute kommen die Bücher an und ich habe währenddessen mal mit dieser Kreuzung gespielt. Also es ist jetzt gerade die Überreste, ich bin jetzt eigentlich wieder am Abreißen. Und es ist richtig beschissen, so eine Kreuzung zu machen mit 4 Gleisen. Und ja, ich bin jetzt zu dem Schluss erstmal gekommen, dass wir klar die Verbindung nach da oben erstmal so machen werden. Aber das mit der Kreuzung werden wir anders lösen. Denn anstatt dass wir hier 4-gleisig fahren, fahren wir 2-gleisig erstmal. Und zwar, dass wir hier 2 Hauptstrecken haben. Also hier kommen wir zwar 4-gleisig rein, aber 2 Gleise, Entschuldigung, werde ich dann hier reinfahren bis nach Oberwiesenthal. Hier einen großen Kopfbahnhof, dann wieder mit 2 hier bei Düsseldorf vorbei, hier rauf und dann kommen quasi die 4 Gleise wieder zusammen und geht dann hier wieder 4-gleisig weiter bis nach da. Dann haben wir hier wieder ein großes Dreieck und können ein bisschen Spaß machen. Eventuell bauen wir das noch mit der Junction und ich habe auch eine mega Junction hier gefunden, was man bauen könnte. Also mit der Vorlage habe ich übrigens gespielt hier. Diese war halt nur für 2-gleisig und die Brücke sieht scheiße aus. Es gibt da noch die viel krassere Variante, die ich jetzt nicht mehr finde. Cool. Ich hatte doch vorher noch. Das gibt es auch nicht. Oh, Spiel, bitte häng ich nicht auf. Danke. Da war noch. Komisch, es gab noch so eine Kreuzungsweiche. Bin ich jetzt doof? Ich hab das doch. Ach so, na. Das ist wieder ein anderer Spielstand. Habe ich den Mod wieder nicht geladen. Es gab das auch mit kompletter Kreuzung. Aber auch nur für 2 Gleise und 4 Gleisig. Ah, nee, das will ich mir jetzt gerade nicht antun. Später vielleicht. Vor allem, wenn ich heute Abend vielleicht das Gleisbuch habe, dann schaue ich mal, wie es die so gemacht haben. Aber wir fahren jetzt erstmal 2-gleisig weiter. Und ich würde sagen, der nächste Abschnitt, den ihr seht, ist dann hier die Strecke nach da unten. Okay, also die Linie ist jetzt fertig, wie ihr sehen könnt. Ich habe das jetzt hier erstmal noch gelassen. Mal schauen, eventuell mache ich da so ein Baudenkmal oder so. Oder ja, mal gucken. Momentan wollte ich es nochmal lassen, will ich dann halt mit dem Segment weitermachen. Aber die eine Linie geht jetzt hier runter, geht hier durch das Tal durch und dann gibt es dann hier ein recht großes Viadukt. Ich habe mir noch überlegt, ob ich das nicht weiter hier reinmache, damit das Viadukt nicht so lang ist. Aber ich mir gedacht, ja okay, das gibt es erstmal hier, so als langes. Vielleicht kann ich hier noch so eine alte Strecke bauen, aus dem Motto, das war das alte. Und dann hier bei Oberwiesenthal habe ich dann hier diesen 5-gleisigen Bahnhof gebaut. Der bleibt erstmal im Moment so. Der hat 3 Abstellgleise, hier ein kleines, elektrifiziert und hier 2 nicht elektrifizierte. Da steht eine Class 45, eine Class 47 in Silber mit einem Schlafwagen und hier ein BR Green, die Wagen, die ja auf ihren Einsatz warten. Hier ebenfalls nochmal in Grün von der Great Western hier. Gibt entsprechende Rangiermöglichkeiten hier, also die können hier dann rausfahren, da runter und können dann wieder reinfahren. Dann hier diese 2 Gleise sind dann für die Linie gedacht, die dann Richtung Düsseldorf da runtergehen. Und ja, dass sie sich hier treffen und dort wechseln können. Also entsprechend können wir hier ein bisschen Traffic machen. Dann als Haupt, ja, Bus-Trambahnhof habe ich mir jetzt mal für das hier entschieden. Das habe ich noch gar nicht eingesetzt und ja, warum auch nicht. Hier hat es 2 Linien, die gegen die, also einmal im Uhrzeigersinn, einmal gegen den Uhrzeigersinn fahren und einmal hier so rum. Und da fehlt es noch an den Trams. Und die müssen wir noch machen. Und ich würde sagen, WLB ET11. Elektrischer Triebzug der Wiener Lokalbahn. Gebraucht, gekauft aus Köln. Daher auch in Wien als Kölner bekannt. Okay, da kaufen wir schon mal 3. Schicken die mal auf die Linie 1. Machen hier schon mal Play. Und für die andere Linie nehmen wir hier mal so Tatra. Auf die Linie 2. Okay, schauen wir uns doch mal den Kölner an. Wieder Oper nach Baden und zurück. Das ist eine schöne Tram. Habe ich echt nicht gesehen, aber wirklich schön. Der Kölner. Und da ist die Tatra, altbekannt. War auch heute noch. Gut, dann hätten wir das. Ja, zur Linie selber. Der Intercity ist jetzt hier verlängert. Der bleibt also hier nochmal stehen und dann halt nochmal
hier in Riedberg. Rein von der Gleiskonfiguration sieht so aus, dass er hier vom Highspeed-Track hier runterfährt, hier auf dem oberen Gleis stehen bleibt und beim Rückweg hier unten und dann wieder rauf. Das ist ein bisschen schräg, was er hier macht. Das glaube ich, werde ich mal fixen, dass er hier einmal runterfährt und dann wieder rauf, anstatt dass er gleich da oben bleibt. Da werde ich nochmal schauen, ob ich da mit Wegpunkten arbeiten kann. Das ist ein bisschen mehr, wobei ich sehe gerade. Ah, ja, nee, er kann ja gar nicht anders, weil hier die Verbindung so ist. Vielleicht mache ich hier eine Doppelkreuzungsweiche. Macht es hier Sinn, dass das hier dann so ist? Fährt er auch eher hier da oben schon rein? Weil es gar nicht anders geht. Okay, cool. Ja, der Intercity ist jetzt auch schon hier. Ich zeige euch noch ein kleines Highlight, was ich hier gemacht habe. Verlasse die Industrie, ja, ist jetzt uninteressant. Hier hat es ja den Bauernhof. Und ich dachte, der hat vielleicht mal einen Eisenbahnanschluss gehabt. Also habe ich hier so einen kleinen Haltepunkt mal eingesetzt und dann hat es hier ein paar Gleise verwittert. Und ab und zu fehlen halt hier so Gleisstücke. Ich habe noch keinen Weg, dass ich hier irgendwie sagen kann, bitte kein Prellbock, das wäre natürlich viel schöner. Hier ist irgendwie so eine Abstellgruppe gehabt, die bis hier nach hinten gegangen ist. Und die kommen dann hier so zusammen und ja, das ist halt hier alles so verwildert und überwachsen. Da hören auch wieder die Schienen auf. Und das Ganze hat hier vorne einen Anschluss auf die Hauptstrecke. Da ist so ein altes Semaphorsignal. Und da hätten die da quasi rausfahren können. Ich mir dachte, das ist so als kleines Gimmick, dass wir hier auch noch ein bisschen was Verlassenes haben. Mal schauen, ob ich da noch ein bisschen mehr draus baue, dass es ein bisschen schöner aussieht. Jo, jetzt zum Schluss des Videos gibt es auch eine kleine Mitfahrt. Haben wir die neue Strecke mal gesehen. Da setzen wir uns hier in den Intercity rein. Machen wir ein bisschen auf schneller. Oh, und kommt auch der Regio gerade mit. Hallo Regio. Ah, schon wieder Autosave. Haben wir hier unterschiedliche Ansichten? Nee, ne. Ich kann auch leider nicht nach unten. Das ist leider sehr schade. Schade. Das wird jetzt vermutlich beim Tunnel ein bisschen blöd aussehen. Naja, geht eigentlich. Wir könnten es ein bisschen nach hinten bewegen. Oh, und da geht er auch ein bisschen nach unten. Dann machen wir das mal so. Oder ab in die erste Kurve. Ich habe versucht, das immer so zu machen, dass wir mal Kurve haben, gerade wieder Kurve. Dass keine Kurve in die andere reingeht. Ja, 130 könnt ihr schon erreichen hier. Der Zug ist fast, also der ganze Kompression ist fast ein bisschen zu schwach für unsere Zuglokomotive hier. Ah, zu schwer, zu schwach. Also die Lok ist zu schwach. Zu. Ah ja, und was aufgefallen ist, wir haben neue Oberleitungsmasten. Das sind UK-Style. Mit dem bin ich aber noch nicht ganz zufrieden. Ich werde sie erstmal lassen. Mal schauen, ob ich dann irgendwie was Besseres finde. Und hier das große Viadukt, wo es nach oben geht. Naja, immerhin 135. Der Rückweg dürfte da ein bisschen schneller sein. Und hier geht es dann in den Bahnhof rein. Ja, und da muss ich mit den Oberleitungsmasten noch spielen. Genauso wie in King's Cross, das habe ich nach wie vor nicht gemacht. Wunderbar, ich bin zufrieden. Der fährt jetzt erstmal. Können wir eigentlich auch noch so einen Regio-Service machen. Mal gucken. Das soll es aber erstmal gewesen sein von dieser Episode. Und dann sehen wir uns bei der nächsten wieder. Also, bis bald. Ciao und fahrt's gut.